Ja, guten Abend. Ich bin der Kurtes, freue mich, dass ich hier bin. Warum bin ich hier? Olli hat mich vor ein paar Tagen angerufen und meinte so, komm mal vorbei und erzähl mal ein bisschen was. Du brauchst dich nicht vorbereiten, du brauchst keine Präsentation mitbringen. Jetzt hat Ben hier seine Präsentation rausgehauen. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und versuche jetzt so ein bisschen zu erzählen, was Opinio ist erstmal und im zweiten Teil, wie das so für mich war, zu gründen. Weil ich glaube, aus den Fragen, die eben auch so aus dem Plenum kamen, ist das für alle ganz interessant, wieso. Wie ich gegründet habe. Und bei mir war es nochmal ganz anders als bei Ben, da ich ja viel jünger bin. Opinio ist im Prinzip Marktforschung und PEP. Das heißt, wir ermöglichen Unternehmen viel, viel günstiger, viel, viel schneller, tausende von Antworten von ihrer spezifischen Zielgruppe zu erheben. Also jeder, der im Unternehmen arbeitet, kann mich gerne mal kontaktieren. So, jetzt funktioniert nicht richtig gut. So, wie ist das Ganze entstanden? Also ich habe hier ganz gegenüber bei der HSBA studiert, Schwerpunkt Marketing. Na gut. Und da lernt man eigentlich alles, super Uni, außer zu gründen, weil es ein duales Studium. Und ich habe dann im Marketing gearbeitet, habe mich auch dort spezialisiert. Und wir hatten damals keine Möglichkeit, schnell und günstig und direkt eigentlich mal Entscheidungen zu validieren von unserer Zielgruppe. Ja, sondern wir mussten immer über die Marktforschung gehen. Also ich war im Marketing, ich musste erstmal zur internen Marktforschung, das ist ja auch sehr politisch immer in den großen Unternehmen. Die sind dann zum Institut gegangen, zu den GfKs, Nielsens und Ipsos dieser Welt. Die sind dann zum Panel-Provider gegangen und die haben am Ende des Tages meine Zielgruppe oder mein Tafel zur Verfügung gestellt und dann den ganzen Weg wieder zurück. So, und dieser ganze Prozess hat immer Monate gedauert. War unfassbar teuer, weil so ein GfK hebt erst den Stift, wenn man 20.000, 30.000 auf den Tisch legt. Und wie wir alle wissen, kein Mensch hat Bock auf Marktforschung. Und da habe ich mir überlegt, okay, also erstens, erstens ist eigentlich sehr paradox, dass kein Mensch Bock auf Marktforschung hat, weil grundsätzlich sagt jeder oder erzählt jeder gerne seine Meinung, gibt seine Meinung, egal ob man sie hören will oder nicht, egal ob man danach fragt oder nicht, so ist einfach der Mensch, ja? Und so funktioniert das soziale Netzwerk. Und wenn man sich irgendwie Foren anguckt oder so, die Menschen teilen einfach gerne ihre Meinung. Und was wir dann gemacht haben, ist, ich glaube, das funktioniert nicht richtig, deshalb mache ich es mal so. Vielleicht nochmal zu dem Punkt hier, teilt gerne seine Meinung. Und das ist ja sehr paradox, weil Marktforschung ist eigentlich nichts anderes, als seine Meinung mitzuteilen. So, und vor diesem Hintergrund haben wir dann überlegt, eine Plattform zu bauen, worüber wir eben auch die Millennials erreichen und die Leute wieder dazu motivieren, an Marktforschung teilzunehmen, weil das nichts anderes ist, als die Meinung zu teilen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben quasi eine Plattform für Meinung gebaut. Das heißt, wir haben keine reine Survey-App gebaut, ja, weil da hatte man immer dieses Henne-Ei-Problem, keine Surveys, keine User, keine Surveys. Sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen quasi ein soziales Netzwerk für Meinung bauen, wo wir die Millennials intrinsisch motivieren, an Marktforschung teilzunehmen. Und das haben wir erreicht. Wir haben jetzt eine Plattform mit 200.000 Usern, die ihre Meinung benchmarken können, die können selbst Fragen stellen und Feedback aus der Community bekommen. Ist alles gamifiziert und sie können eben damit auch was Gutes tun. Und was wir den Unternehmen quasi ermöglicht haben, weil ich hatte ja eben erzählt, der Prozess ist immer unfassbar lang, ja, dauert Monate, ist unheimlich teuer, dass sie quasi alles selbst machen können. Also ein Marketeer kann sich jetzt auf die Plattform einloggen und kann sagen, ich brauche jetzt 1000 Jägermeister-Konsumenten, die männlich sind, zwischen 20 und 30, grenzen das ein, drücken auf den Knopf, die Audience bekommt direkt die Push-Notification, beantwortet die Fragen und das Unternehmen kann dann live und direkt die Ergebnisse analysieren und tracken. Ja, und das schaffen wir aktuell, so 1000 beantwortete Umfragen in 10 Minuten, sind viel günstiger, sind viel schneller, bessere Qualität, also nächstes Mal nicht zu GfK, sondern zu Opinio. So, das vielleicht ganz kurz zu Opinio. Ich wollte es jetzt ein bisschen kurz machen, weil auch Olli meinte, kein Business-Pitch bitte. Wie hat das Ganze angefangen? Also wie gesagt, ich habe an der HSBA studiert, ich hatte keine Ahnung vom Startup, ich hatte keine Ahnung von IT, war wirklich ein blindes Huhn und jeder hätte mir sagen können, okay, bau eine Rakete und flieg auf den Mond, das wäre ungefähr genauso gewesen wie, baue ich mal ein Startup auf. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich hatte aber diese Idee und hatte dieses Problem ich war bei Rensmar und habe dann gesagt, okay, können wir nicht das alles irgendwie automatisieren? Können wir nicht irgendwie
eine andere Methode finden, die Leute zu erreichen, weil grundsätzlich ne, ist es, sind es doch eine Meinung, was wir brauchen. Warum kann das irgendwie, warum muss das 2 bis 3 Monate dauern, bis wir die Ergebnisse haben? Und wie das halt bei vielen großen Unternehmen so ist, nicht nur bei dem zwar, sage ich jetzt mal, nee, geht nicht, gibt's nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht. Und ich war damals 22 oder 23 und habe dann gesagt, okay, glaube ich nicht, ich kündige jetzt ab. Riesenaufschrei, Familie fand das nicht toll, Eltern fanden das nicht toll, HSBA fand es vielleicht auch nicht toll, ich weiß es nicht, weil eigentlich grundsätzlich ist ja das Ziel so eines Studiums, dass man bei einem Unternehmen Karriere macht im Zweifel. Naja, und dann hatte ich diese Idee, wusste nicht so recht, wohin damit und bin erstmal ein halbes Jahr nach Berlin gegangen, beim VC gearbeitet, ja, weil wenn man ein Startup machen will, muss man ja nach Berlin gehen. Dachte ich damals. Dem war natürlich nicht so. Bin dann nach einem halben Jahr VC-Zeit, wo ich dann auch im Startup gearbeitet habe, wieder zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Und dann haben wir uns hier im Keller eines befreundeten Startups bei Foodist, auch ehemals HSBA, witzigerweise, eingenistet auf 7 Quadratmetern. Also wir durften quasi in dieser Abstellkammer sitzen. Ich musste erstmal zum Arbeitsamt gehen, musste mich arbeitslos melden. Auch das war so ein kleiner, auch kein großer Ego-Booster an der Stelle. Und ja, dann haben wir uns da in diesen Keller gesetzt, zwei Programmierer und ich, und haben ein Dreivierteljahr Produktentwicklung gemacht. Ne? Und die ganzen Freunde geben die Beratung, fahren geile Autos und du hockst da im Keller, bekommst nichts und es stinkt und eigentlich nervt alles und weißt nicht mal, okay, wofür macht das eigentlich? Also die Chancen, dass es dann wirklich gut wird, sind sehr gering. Das haben wir ein Dreivierteljahr gemacht und dann sind wir im November 2014 auf den Markt gegangen, haben Opinion gelauncht, erst mit die App gelauncht und dann auch die B2B-Plattform und hatten glücklicherweise extrem viel Glück, dass wir sofort viele User hatten, also wir hatten auch einen großen Support, das ist wirklich sehr stark in der Startup-Szene. Ich weiß auch noch, dass ich hier war, glaube ich, beim ersten 12-Minute-Meeting und nur Bahnhof verstanden habe. Und so haben wir es dann aber peu à peu eigentlich alles angeeignet. Es war wirklich so ein Learning-by-Doing-Prozess. Wir hatten wirklich von nichts eine Ahnung. Und hatten dann aber Glück, dass wir ein paar Unternehmen hatten. Auch Remzimmer, mein ehemaliger Arbeitgeber, hat auch direkt was gemacht. Und haben dann erst Awards gewonnen, haben große Kunden bekommen. Inzwischen, um es mal ein bisschen abzukürzen, sind wir profitabel. Wir sind nicht mehr im Keller, sondern hier um die Ecke und bestimmterweise am Jungfernstieg. Und haben es wirklich geschafft, dass wir für alle Unternehmen über alle Branchen weg wirklich sehr, sehr große Kunden haben und für die Unternehmen wirklich die Marktforschung demokratisiert haben. Und nicht nur das, sondern wir schaffen es dadurch, dass wir so günstig sind, eben auch erstmals kleinen und mittelständischen Unternehmen Marktforschung zu ermöglichen. Und jetzt vielleicht einmal ganz kurz noch zur Vision von Opinio, weil Marktforschung ist eigentlich kein Thema, also ich bin auch kein Marktforscher, ich finde Marktforschung eigentlich auch recht langweilig, außer bei Opinio. Was ist eigentlich die Vision? Ja? Weil Marktforschung ist wirklich eine Branche, wo sich, glaube ich, keiner, wo ich mich auch nicht sehe in den nächsten 10 Jahren. Mit Opinion wollen wir es eigentlich schaffen, weil wir haben jetzt so eine Plattform geschaffen, wir haben eine sehr große Community geschaffen, wollen es jetzt eigentlich nochmal ein Stück weiter demokratisieren und wollen jedem Menschen auf der Welt ermöglichen, über unsere App direkt und kostenlos Meinungen aus anderen Märkten oder anderen Ländern zu bekommen. Das heißt, also wir können uns jetzt will jetzt nicht zu politisch werden, aber wir können uns jetzt über die Türkei unterhalten, ja, wo wir auch eine sehr einseitige Berichterstattung haben und können dann einfach mal sagen, okay, lass uns doch mal ein paar hundert Türken fragen, was sie jetzt zu Erdogan sagen, einfach über die App. Und innerhalb von ein paar Minuten haben wir Unbiased Feedback von den Türken aus der Türkei auf unseren Smartphones. Und warum glaube ich, dass es so relevant ist? Weil alle Informationen, die wir bekommen, bekommen wir von ein paar Gatekeepern, ja, das sind so große Medienhäuser. Und Facebook und Twitter sind eigentlich nur Multiplikatoren von diesen Informationen. Und jetzt den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch international zwischen Ländern, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Völkern, einfach sich auszutauschen, Fragen zu stellen, Feedback zu bekommen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach unheimlich wichtig. Und natürlich planen wir dann darüber, diese globale Community auch zu monetarisieren, aber das ist eigentlich so die Vision, für Opinion, dass wir quasi das Instagram für Meinung in der Zukunft aufbauen wollen. Und gerade
meine, auch gerade jetzt G20 war ja auch gerade, deshalb ist das Thema, glaube ich, noch in unseren ganzen Köpfen drin. Gerade deshalb merkt man irgendwie, wie die Menschen einfach immer unterschiedlicher werden, wie auch die Kommunikation, zum Teil links, rechts, anderen sozialen Schichten, anderen Völkerschichten immer weiter auseinander dividiert wird. Und die ganzen, alle Menschen sind gerade so ein bisschen so am Struggeln, keiner weiß wohin. Und ich glaube, Opinio könnte vielleicht in Zukunft ein Tool werden, ein soziales Netzwerk werden, wo die Leute wieder ein bisschen mehr zusammenfinden und sich einfach austauschen können und Fragen und Feedback teilen können. Das ist Opinio. Vielen Dank.